جہیز گاڑی میں ان کا امتحان لیا اور فرمایا رب العالمین نے تكشف الخطايا لا تغفل عن الموت لا تغفل عن الموت لا تغفل عن الموت ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين الموت. يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد مثلي حبيبي سناه من عطى ربي Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Ich war noch am Schlafen, da wurde ich geweckt und ich bekam die Nachricht, dass mein Cousin Samir rahmatullah alaihi gestorben ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Möge Allah azza wa jal ihm vor seinem Tod alle Sünden vergeben haben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam vereinen. Allahumma amin. Und mein Cousin ist gestorben an einem plötzlichen Tod. Wie mir berichtet wurde, kam er am Freitagabend nach Hause und wollte sich gerade umziehen. Und genau währenddessen hat Allah Azza wa Jal Subhana seine Seele genommen. Und deswegen, ja Ikhwa, Barakallahu Fikum, wisset, nicht wir setzen den Zeitpunkt fest, wann wir bereit sind für den Tod, nein. Vielmehr hat Allah Azza wa Jal Subhana unser Ende geschrieben. Und mir ist nicht bekannt, was ich auch nicht gehört habe, dass er irgendeine Krankheit oder irgendeine Last gehabt hat, die zum Tod geführt hat. Und das ist ein schwerer Gedankenfehler, den viele von uns haben. Sie denken, man muss 10 Jahre im Todesbett liegen, damit der Tod einen ereilt. Nein, liebe Geschwister, weder muss man 10 Jahre im Todesbett liegen, noch muss man überhaupt krank sein, damit Allah Azza wa Jal von jemandem die Seele nimmt. Allah hat seinen Todespunkt geschrieben, und da spielt es überhaupt keine Rolle. Deswegen sagen unsere Gelehrten, Al-Asbabu kathira wal-mautu wahid. Die Gründe sind viele, warum jemand stirbt. Aber es ist tatsächlich nur ein einziger Grund, warum Allah Azza wa Jal sie sterben lässt. Und das ist, dass er diesen Tod für sie bestimmt hat. Wann ist dein Tod? Hast du mal darüber nachgedacht? Wir denken, dass wir noch so viel Zeit haben. Und wir schieben vieles auf. Aber Allah Azza wa Jal, wenn er aufschieben lässt, wenn er es erlaubt, dann heißt es nicht, dass er vergessen hat. Und daher zögere es nicht hinaus. Dieser mein Cousin, bin ich mir sicher, dass er noch, wenn er gewusst hätte, dass er an diesem Tag stirbt, ganz andere Taten gemacht hätte. Walhamdulillah, er gehörte zu den Betenden. Und uns ist nicht bekannt, dass er irgendetwas gemacht hat von dem, was wir als die gewichtigsten und schwersten Dinge nennen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn seine Seele genommen. Und dieser Tod, dieser plötzliche Tod, ist ein Zeichen von der Stunde. Und diesen plötzlichen Tod gab es damals nicht in der Anzahl wie an diesen Tagen, liebe Geschwister. Aber ist er eine Strafe für die Person, oder ist er eine Erholung? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist das Einzige,
die einzige Überlieferung, die über ihn, über dieses Thema authentisch überliefert wurde. Er sagte in einer authentischen Überlieferung, die Abu Dawud rahimullah ta'ala überliefert hat, er sagte, Al-Mautu al-Faj'a Achdatu Asif au Asaf. Der plötzliche Tod ist ein Zorn Allahs Azza wa Jal Subhana, mit dem er seinen Diener nimmt. Abu al-Bara, können wir sagen, dass jeder, der einen plötzlichen Tod erfahren hat, sich den Zorn Allahs in jedem Fall zugezogen hat? Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das allgemein gesagt. Weil dieser plötzliche Tod, er lässt einem keine Zeit zu bereuen. Er lässt einem keine Zeit, sich auf den Tod vorzubereiten. Und er lässt einem schon gar nicht die Zeit, dass man noch eine Raka für Allah azza wa jal beten kann, sondern vielmehr kommt er plötzlich, deswegen heißt er Mautul Faj'a im Arabischen. Er kommt so plötzlich, dass du gar nicht merkst und schon bist du in einer anderen Welt. Dieser plötzliche Tod ist abhängig davon, wie der Zustand der Person war. Das heißt, wenn eine Person gläubig war, wenn eine Person ein Gutestuender war, dann ist das ein anderes Urteil mit dem plötzlichen Tod. Aber wenn eine Person Allah nicht geliebt hat und sich von Allah Azza wa Jal weit entfernt hat und alles in diesem Leben getan hat, als Allah Azza wa Jal Subhanahu gegenüber ein Diener zu sein, dann ist das eine Strafe Allahs. Der Zorn Allahs, der über diese Person gegangen ist. Und so hat er ihn plötzlich ergriffen, Subhanahu wa Ta'ala. Abu al-Bara, wie kannst du sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der plötzliche Tod der Zorn Allahs azza wa jal über eine Person ist und deswegen nimmt er seine Seele. Und dann kommst du und sagst, wir sollen unterscheiden zwischen einer rechtschaffenen Person, wenn bei ihm der plötzliche Tod einsetzt, und wir sollen unterscheiden zwischen einem Kafir oder Fasiq, einem üblen Frevler, wenn bei ihm der Tod, der plötzliche Tod einsetzt. Dieses hat damit zu tun, was Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda und Aisha radiyallahu anha wa ardaha gesagt haben. Und die Überlieferung ist an Al-Musannaf von Ibn Abi Shayba rahimullah ta'ala und bei Al-Bayhaqi verzeichnet. Sie sagten beide, Asafun ala al-Fajir wa rahatun lil-Mu'min. Der plötzliche Tod ist für den Frevler, für den üblen Sünder, für den Unverschämten eine Strafe Allahs. Der Zorn Allahs Azza wa Jal. Und er ist eine Befreiung für den Gläubigen. Ah, von hier sagen wir, wir können nicht unbedingt sagen, dass derjenige, den der plötzliche Tod erfasst hat, dass er in jedem Fall ein übles Tunender ist. Und wir können auch nicht sagen, dass er in jedem Fall ein gutes Tunender ist, sondern das hängt davon ab, wie die Person in seinem Leben gewirkt hat. War das eine Person, der Allah Azza wa Jal gegenüber gehorsam war und für den Allah Subhanahu wa Ta'ala das Gute geliebt hat, dann wissen wir, diese Person hat Allah Azza wa Jal Subhana gegenüber nicht Übles gemacht. Er hat sich angestrengt und wenn er Sünden gemacht hat, hat er dafür bereut. So wird Allah Azza wa Jal mit diesem plötzlichen Tod ihn erholen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns auch eine Sache gesagt, damit wir wissen, wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala einen Diener liebt, dann lässt er ihn mit einer letzten guten Tat sterben. So sagt der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei At-Tirmidhi. Er sagte, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا إِسْتَعْمَلَهُ. Wenn Allah Azza wa Jal für seinen Diener etwas Gutes vorgesehen hat, dann benutzt er ihn, wörtlich gesehen. Dann benutzt er ihn.
Und die Sahaba radiallahu anhum waren verwundert über dieses Wort. Was heißt Allah benutzt seinen Diener subhanahu wa ta'ala? Sie sagten, كيف يستعمله يا رسول الله? Wie benutzt Allah azza wa jal seinen Diener? Qala, er sagte als Antwort, يوفقه لعمل صالح قبل موته. Allah azza wa jal, er ermöglicht ihm, dem Diener, den er liebt, eine gute letzte Tat vor seinem Tod. Allahu Akbar. Abu al-Bara, also wenn wir sehen, dass jemand im Sujud gestorben ist, dann wissen wir, Allah hat diesen Diener benutzt, das heißt für ihn etwas Gutes geschrieben. Na. Abu al-Bara, wenn wir sehen, dass jemand beim Koran lesen, beim Rezitieren des Korans gestorben ist, wissen wir dann, dass dieser ein gutes Ende bekommen hat, mit Sicherheit. Und wissen wir, Abu al-Bara, wenn jemand auf dem Weg zur Hajj oder zur Umrah gewesen ist und er ist gestorben auf diesem Weg, so hat Allah Azza wa Jal ihm das Gute geschrieben, inshallah. Das ist das, was uns überliefert wurde von der Überlieferung. Deswegen, ja Ikhwa, und das ist das, was wir euch immer sagen, und wir lieben euch für Allah Azza wa Jal, und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit uns allen barmherzig sein in der Dunya und in der Akhira. Und möge Allah Azza wa Jal unserem Bruder Samir, möge Allah Azza wa Jal ihn eine leichte Abrechnung geben. Allahumma amin. Wir müssen unsere guten Taten vermehren. Denn wenn wir wenig gute Taten machen, zum Beispiel maximal eine oder zwei gute Taten, und 80% oder 90% unseres Tages ist gefüllt mit Sünden, dann dürft ihr dreimal raten, in welchem Zustand der Todesengel unsere Seele nimmt. Denn wir haben Engel der Barmherzigkeit und wir haben Engel der Strafe. Und je nachdem, wie dein Ende ist, so wird die eine oder andere Gruppe der Engel deine Seele nehmen. Und ich sage es, liebe Geschwister, unser Tag sollte nicht so sein, dass wir ein, zwei gute Taten machen und 80-90% des Tages mit üblen Taten ausgefüllt ist. Nein, es sollte vielmehr umgekehrt sein, und wer die Sünden ganz unterlassen kann, noch besser. Denn wenn wir mit Sicherheit 80-90% am Tag Gutes tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, bi'idhnillah ta'ala, sehr hoch, dass die Engel der Barmherzigkeit unsere Seele nehmen. Weil nichts anderes sein kann, als dass die Engel unsere Seelen nehmen, während wir etwas Gutes getan haben. Und ich möchte, dass ihr eine Sache überlegt. Und es ist mir wichtig, euch zu sagen, liebe Geschwister, wenn ihr mich fragt, ob ich traurig bin über den Tod von unserem Cousin, dann sage ich euch, ganz im Ernst, ich bin nicht traurig. Abu al-Bara ist dein Cousin. Er gehört zu deiner Familie. Warum bist du nicht traurig? Höre diese Überlieferung. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmad. Er sagte, إِثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا إِبْنُ آدَمَ. Es gibt zwei Dinge, die jeder Mensch verabscheut. Der Sohn Adams, der Mensch verabscheut diese Dinge. Jeder Mensch. Und dann zählte er auf Al-Maut, der Tod. Und dann sagte er aber, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ. Der Tod ist aber für den Gläubigen besser als die Fitna. Abu al-Bara, ich bitte dich, kannst du uns den Hadith kurz erklären? Keiner von uns mag den Tod. Wie Aisha radiallahu anha in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari gesagt hat, فَكُلَّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ. Wir alle, o Gesandter Allahs, als sie mit ihm gesprochen hat, wir alle verabscheuen den Tod. Er hat ihr nichts entgegengesetzt. Er hat sie nicht korrigiert. Das ist eine Sache, die ist in unseren Nufus, in unseren Seelen. Wir mögen sie nicht. Aber schau und höre diese Überlieferung
Er sagte, alayhi salatu wassalam, der Tod ist besser für den Gläubigen als die Fitna. Bedeutet, lieber stirbt er als Muslim, als Mu'min. Und er wurde bewahrt vor der Fitna, in die viele Leute hereingefallen sind und so gestorben sind. Der Tod ist besser als die Fitna. Und ich frage euch nach einer Zeit, gibt es eine Zeit oder kennt ihr eine Zeit, wo mehr Fittern vor euren Augen und das, was ihr gehört habt und das, was ihr überall hört, gibt es eine Zeit der Fitna, die schlimmer ist als diese Zeit? Wie viele Muslime, walayadu billah, haben ein schlechtes Ende gefunden? Warum? Weil sie den Fittern erlegen waren. Und weil sie sich anstatt mit Allah zu beschäftigen, mit dem Shaitan beschäftigt haben. Und dieser sie in die Irre geführt hat. Und sie, walayadu billah, mit ihrer Freundin im Bett sterben gelassen hat. Während sie auf einer Party waren, Musik gehört haben und gelacht und getanzt haben, gestorben sind. Während sie im Schwimmbad waren, gemischt und halbnackt. Während sie das Übelste von den Taten gemacht haben, sei es Alkohol getrunken, sei es Drogen genommen, gekifft, in schlechten Gesellschaften waren, wo sich lustig gemacht wurde über Allah Azza wa Jal Subhanahu. Wie viele sind gestorben bei solchen Anlässen? Der Tod ist besser für den Gläubigen als die Fitna. Und daher sage ich euch, bin ich nicht traurig über unseren Bruder Samir, weil, Alhamdulillah, er ist als Muslim gestorben. Alles andere kann Allah Azza wa Jal verzeihen. Alles andere kann Allah Azza wa Jal verzeihen. Allah Subhanahu, mein und dein Herr, sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah wird nicht vergeben, dass ihm andere Götter zur Seite gestellt wurden. Schirk. Aber alles, was darunter war, unter Schirk, wenn es auch große Sünden waren, vergibt Allah, wem er will. Und An-Nawawi rahimullah ta'ala, er nahm diese Ayah und sagte, selbst theoretisch gesehen, wenn der Diener nicht bereut hat für diese großen Sünden, kann Allah sie ihm verzeihen, weil Allah sagt, alles, was darunter ist, vergibt er, wem er will. Das ist der Wille Allahs. Möge Allah Azza wa Jal uns mit einer aufrichtigen Tauba sterben lassen. Und möge Allah Azza wa Jal uns, wenn wir noch offene Sünden, für die wir nicht bereut haben, vor Allah Azza wa Jal und so ihm begegnen, möge Allah Azza wa Jal sie uns an diesem Tage verzeihen. Allahumma amin. Alles, was darunter ist, vergibt er, wem er will. Aber ist das eine Selbstverständlichkeit, dass jeder als Muslim stirbt? Bei Allah, nein. Wie viele beschimpfen Allah, die einen muslimischen Namen haben? Wie viele beschimpfen den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, die einen muslimischen Namen haben? Wie viele hassen die Religion oder Teile der Religion, die einen muslimischen Namen haben? Sie haben es verspielt. Soll Allah diejenigen lieben, die ihn hassen? Soll Allah diejenigen lieben, die seinen Gesandten hassen? Soll Allah Azza wa Jal al-Malik al-Haqq, soll er diejenigen lieben, die seine Religion hassen? Wo ist dein Verstand? Allah liebt nur die, die ihn lieben. Und die, die ihn lieben, ist er bereit, ihnen zu verzeihen. Möge Allah uns seine Liebe schenken. Der Tod ist besser für den Gläubigen als die Fitna. Die Fitna hat viele Leute erfasst. Wie viele Leute sind süchtig nach sozialen Medien? Und du siehst ihn, dass er nur sündigt in diesen sozialen Medien. Die Fitna hat ihn erfasst. Er will Geld, er will Berühmtheit, er will sich zeigen.
eine Frage. Du, der du dieses Leben liebst, wie begegnest du einem plötzlichen Tod? Eine Frage von mir. Schaut mal, wir erwähnen jetzt den Namen von meinem Cousin. Oh Subhanallah, das ist eine Rahma von Allah Azza wa Jal, dass er uns über den Tod nachdenken lässt. Wir vergessen den Tod. Aber so erinnert Allah Azza wa Jal uns an den Tod. Und damit schalten wir sofort unsere Gelüste um, unsere Ziele um, unser Denken um und auch wie wir handeln. Wir müssen das ändern. Allah Azza wa Jalla schickt dir eine Warnung, eine Botschaft. Du bist vielleicht der Nächste. Daher, der Ikhwa, um es nicht zu lang für euch zu machen, ich möchte nur, dass ihr eine Sache wisst. Allah Azza wa Jalla hat nicht dieses Leben zu Al-Jannah gemacht. Aber viele Leute wollen dieses Leben als eine Art im Paradies leben. Warum? Warum will er das? Weil er kein Paradies im Jenseits hat. Er hat kein Haus im Jenseits. Deswegen schmückt er sein Haus hier. Deswegen tobt er sich aus in dieser Dunya. Und deswegen lässt er sich nicht hereinreden, was er tun darf und was nicht. Er will dieses Leben als Jannah haben. Einer der Salaf, er schaute einmal sein wunderschönes Haus an. Und er sprach zu dem Haus und sagte, nur damit ihr lernt, wie die Salaf das Leben verstanden haben. Er sagte zu seinem Haus, Wallahi, wüsste ich nicht, dass es den Tod gibt, würde ich dich um mein Haus genießen. Habt ihr diese wunderschönen Wörter verstanden? Wüsste ich nicht, dass es den Tod gibt, so würde ich dich genießen. Bedeutet, ein Gläubiger, weil er weiß, dass dieses Leben endet, dass es einen Tod gibt, dass es eine Abrechnung gibt, so lebt er das Leben nicht so, wie die Masse es macht. Er weiß, wie er dieses Leben zu leben hat, weil er auch weiß, dass dieses Leben endet. Aber wer denkt, dass dieses Leben nicht endet und dass er keine Abrechnung zu erwarten hat und dass er dieses Leben in voller Gier genießen kann, Allahu Akbar, vor dir waren Völker, die Allah Azza wa Jal getadelt hat. Allah Azza wa Jal hat über diese Völker gesagt, höre zu, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Und doch wirst du sie sehen. Allah spricht über eine Gruppe von Menschen, die er gehasst hat, Subhana, die er vernichtet hat, Subhana, die sich seinen Zorn zugezogen haben. Und du wirst sie vorfinden als die gierigsten Menschen nach Leben. Warum? Warum ist er gierig? Weil er will nicht dieses Leben verlassen. Er will es nicht verlassen. Er hält so an diesem Leben fest. Und wenn du ihm auch sagen würdest, schau, du wirst für immer leben, aber als Ratte, so ist er bereit, als eine Ratte zu leben, als eine erniedrigte Kreatur zu leben, nur um dieses Leben nicht zu verlassen. Und doch wirst du sie vorfinden, sagt Allah Azza wa Jalla, als die gierigsten Menschen nach Leben, mehr als die Götzendiener. Denn die Götzendiener glauben nicht an die Abrechnung. Allah Azza wa Jalla aber sagt, diese Leute, die er, Subhana, vernichtet hat und über die sein Zorn ergangen ist, diese Leute wissen, dass es eine Abrechnung ist, die Ahlul Kitab, aber sie wollen dieses Leben nicht verlassen, weil sie wissen, dass es danach eine Strafe für sie gibt. Allah sagt, selbst wenn sie noch 1000 Jahre leben würden, so wird sie das nicht von der Strafe entfernen. Also wie lange willst du leben?
Und wie lange willst du genießen? Ja, alles, was du im Haram machen kannst, kannst du auch im Halal machen. Warum bürdest du dir so eine Last auf? Und sei ehrlich, möchtest du sterben, während du mit deiner Freundin im Bett liegst? Sei ehrlich. Sei ehrlich. Ich will, dass du heute an diesem Tag ehrlich zu dir bist. Möchtest du sterben, während du ein Joint rauchst? Wenn nicht, dann mach die Dinge nicht, wobei dich der Tod erfassen kann. Hast du nicht die Geschichte gehört? Er zieht sich gerade um, mein Cousin, Rahmatullah alayh, und stirbt. Er hat es nicht geschafft. Subhanallah, wie viele Leute haben sich neue Klamotten gekauft und hatten vor, sie in ein paar Tagen anzuziehen. Aber das nächste, was ihnen angezogen wird, ist das Leichentuch. Es ist so, Allah sendet dir eine Botschaft und sendet mir eine Botschaft. Das Dümmste ist es, dass wir denken, dass wir selber den Zeitpunkt bestimmen, wann Allah Azza wa Jal Subhanahu unsere Seele nehmen soll. Nein, Allah hat diesen Zeitpunkt schon bestimmt. Und die Gewinner sind diejenigen, die hier mit einem guten Ende sterben. Und das sind nur Leute, deren Tag hauptsächlich mit guten Taten gefüllt ist. So wird Allah sie benutzen und ihnen zum Schluss, und wie viele Fälle haben wir gehört, eine gute Tat, eine gute letzte Tat ermöglichen, mit der sie sterben. Möge Allah Azza wa Jal uns nur unsere Seelen nehmen, während er mit uns zufrieden ist. Möge Allah Azza wa Jal allen Gläubigen, allen Muslimen verzeihen, vergeben, ihnen eine Stellung im Diesseits und im Jenseits geben. Möge Allah Azza wa Jal Subhana, der niemanden braucht, der niemanden benötigt, möge Allah Azza wa Jal uns ein ewiges, zufriedenes, glückliches Leben geben, ohne vorherige Abrechnung. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.